Doch, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, hallo erstmal. Also ich bin erstmal überglücklich, dass wir 3 Punkte geholt haben, weil hinter uns definitiv ein paar schwierige Wochen liegen. Und von daher ist für die Mannschaft einfach auch wichtig, dass wir hier gepunktet haben und einfach jetzt auch mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Ich habe hier heute zumindest meine Mannschaft und ich denke Neunkirchen auch. Wir haben ein attraktives Spiel gesehen für die Zuschauer und zwei Mannschaften, die auch immer wieder Offensivfußball spielen wollen. Das sage ich auch ganz bewusst, weil das in dieser Liga einfach nicht selbstverständlich ist. Wir treffen, glaube ich, beide sehr oft am Wochenende auf Mannschaften, die sehr defensiv eingestellt sind. Von daher, glaube ich, war das hier auch zum Schluss hin auch ein offener Schlagabtausch. Aber meine Mannschaft, Kompliment. Wir haben viel Herz, viel Leidenschaft heute reingeschmissen. Wir wussten, dass es hier schwierig wird. Aber letztlich auch den Druck irgendwie standgehalten. Und von daher freuen wir uns auf eine gute Anfahrt. Dankeschön. Wir sind nach langer Zeit mal wieder in der Heimniederlage in Neunkirchen. Was ist dein Fazit? Ja, hallo zusammen. Ja, gut, wir haben die erste Halbzeit, wenn wir mehr Zugriff aufs Spiel haben können, aber wir mussten auch viel in der Aufstellung auch verändern. Wir haben einige Ausfälle gehabt und da braucht auch so eine Hintermannschaft auch mal eine ganze Weile, um sich zu finden und die Zeit haben wir leider nicht. Und auch gegen Wiltrup, die eine gute Mannschaft ist und auch gute individuelle Spieler haben und die auch Fußball spielen wollen, ist es immer sehr schwierig, dann auch direkt ins Spiel reinzukommen. Letztendlich haben wir es, hätten wir viel besser spielen können, auch in der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel gehabt. 2-1 ist lange noch offen geblieben, dann fällt das 3-1, das war ein bisschen Rückschlag, aber dann mit dem 3-2 hätten wir vielleicht noch zum Schluss noch das Unentschieden holen können, aber es hat dann nicht sollen sein und wir probieren es nächste Woche nochmal. Vielen Dank, schönes Wochenende oder schönen Sonntag zusammen. Ich danke meinen Trainer.